So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Mittwoch, den 22. September 2021. Der Tag der Tage, in Anführungsstrichen jedenfalls. Schauen wir mal, was uns die Fed heute Abend liefert. Der Tag, den wir schon seit Wochen eigentlich erwarten in diesem Zusammenhang. Und ob es dort in irgendeiner Form eine Ankündigung gibt, die uns aktuell so ein bisschen aus dieser Lethargie reißt, ist es ja nicht, ausgehend von den Entwicklungen rund um Evergrande, aber dass vielleicht nochmal Öl ins Feuer gegossen wird, so will ich es mal bezeichnen, und dass da eventuell nochmal ein Schub auf der Unterseite sich anschließt. Gestern haben sich die US-Märkte ja alles in allem relativ stabil präsentiert. Der DAX konnte die 15.300er-Marke zurückerobern, halten dann auch, und sieht jetzt dementsprechend die Fortführung der Korrekturbewegung in etwas höhere Gefilde, die wir gestern auch schon zum Thema gemacht hatten, 450, 500. Sieht da aktuell so ein bisschen Gegenwind in diesem Bereich, rollt über. Schauen wir einfach mal, wie sich das in den Folgestunden präsentiert. Alles in allem vielleicht eher ein ruhiges Marktumfeld, welches uns dort in den Folgestunden eben erstmal gegenübersteht. Und dann kriegen wir vielleicht mit der Fed eben entsprechend den Trigger, das Trigger-Event geliefert. Wir haben zudem auch noch andere Daten in Anführungsstrichen, beziehungsweise fundamentalen Trigger gesehen. FedEx hat gestern Zahlen veröffentlicht und da hat sich dann doch mal offenbart, dass da vielleicht alles in allem der Wachstumsausblick nicht ganz so prosperierend ist. Stichwort Supply Chain Issues, darauf werden wir gleich einen Blick werfen. Haben infolgedessen auch einen Abgabedruck gesehen, gleich gestern in der Nachbörse. Eventuell bietet sich das die Aktie heute für ein sogenanntes Earnings Play an. Uber hat gestern zwar keine Zahlen geliefert, aber doch einen Ausblick geliefert im Hinblick eben auf die Grossbooks. Crossbook, bla bla bla, da gucken wir gleich auch noch drauf. Auf jeden Fall gestern stark bullischen Lauf gesehen, mehr als 10% für den Tag im Plus geschlossen, hat im Bereich der Tageshochs geschlossen, bietet sich dann eventuell an für die Long-Seite wiederum, dann für einen Second-Day-Play, da können wir auch einen Blick drauf werfen. Ja, Gold können sich aktuell stabil präsentieren, auch da werfen wir einen Blick drauf, Bitcoin werden wir auch einen Blick drauf werfen, technische Level, die dort jetzt in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Also wir haben auf jeden Fall einiges auf der Agenda stehen, was wir uns in den Folgestunden eben genauer, detaillierter betrachten wollen, bevor wir offiziell starten. Hier einmal der Blick in den Risikohinweis, Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend hiervon mache man sich ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil erst einmal mit diesen Risiken nicht nur vertraut, sondern ergänzend dazu entscheidet auch, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet. Der vollständige Risikohinweis auf der Webseite markets.com/de, dort auch alle Informationen rund zur weiteren Produktpalette von Markets, Multi-Asset Brokerage, also sprich physischer Aktienhandel, ETFs und so weiter. Gerne hier eine E-Mail auch an den Support / an Edelner ganz besonders eben schicken für weitere Fragen rund um eben das Produktportfolio. Und wenn ihr Fragen rund um die Märkte habt, dann gerne jederzeit mich kontaktieren, sei es unterhalb dieses Videos mit entsprechenden Kommentaren, sei es via einer Mail, sei es via meiner Webseite übers Forum, beispielsweise jk-trading.com/forum, sei es über Twitter. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Wir wechseln einmal hierüber in die Markets X Handelsplattform und ich teile einmal hier in der Chatbox den Link zur Markets X Plattform, die man sich dort kostenlos herunterladen kann. DAX, ich bin jetzt gerade, ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich überrascht, aber doch hier scheint der kurzfristige bärische Impuls, der sich dort angestoßen oder der angestoßen wurde, nachdem wir hier gegen den Bereich 470, 500 eben auf der Überseite übergerollt sind, der scheint jetzt wieder zum Erliegen zu kommen. Wir driften wieder in Richtung dieser Widerstandsregion. Ich gucke mal ganz kurz. Ich stelle gerade fest in dem Zusammenhang, eigentlich hatte ich das Gefühl, dass ich dort entsprechend hier diese Widerstandsregion eingezeichnet hatte. Die ist jetzt weg. Warum ist die denn weg? Tja, gut. Dann zeichnen wir sie nochmal neu ein. Mal gucken. Da ist sie. Sehr schön. Da ist sie. Also, das ist dieser Bereich hier um 450, 500. Ich ziehe den mal ein bisschen runter, ein bisschen nach oben gerutscht. So. Das ist dieser Widerstandsbereich, der eben jetzt hier in dieser Konstellation in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Ganz interessante Konstellation dahingehend, dass wir natürlich jetzt hier das Potenzial haben, eventuell ein tieferes Hoch auszubilden. Welches sollten wir dann neue Tagestiefs markieren? Also sollten wir unter diese Region hier bei 15.380 rutschen, vielleicht den Weg ebnen könnte, nochmal für einen Lauf in Richtung der 15.300er Region an dieser Stelle. Warten wir ab, ob sich, wie gesagt, dieses Bild dann so herauskristallisiert gegen diese Widerstandsregion.
Nochmal, das ist aus rein technischer Perspektive interessant, aber nichtsdestotrotz, wir sollten volatilitätstechnisch die Bäume hier zunächst nicht in den Himmel wachsen sehen. Mit Ausblick eben, wie gesagt, auf die Fed heute Abend, der Unsicherheit rund um diese, denn nicht, dem nicht wirklich Wissen in dieser Konstellation, wie sich eben hier die Folgestunden dann tatsächlich, nicht die Folgestunden, sondern darüber hinausgehend die Entwicklung rund um auch Evergrande beispielsweise auf die Entscheidung hier auswirken. Ich hatte ja schon in diesem Zusammenhang einen sehr spekulativen Gedanken formuliert, sagte, vielleicht ist man seitens der Fed dann ausgehend von auch entsprechend politischem Druck, der dort vielleicht aufgebaut wird, willens in irgendeiner Form dieses Öl ins Feuer zu gießen, um eben hier Turbulenzen am chinesischen Finanzplatz eben anzufachen, zu befeuern. Das, was wir derzeit zu sehen bekommen, ist eventuell erstmal so etwas, ich möchte mal sagen, so eine Art, ja, Relief, erstmal ein Durchatmen gefühlt. Ich hatte heute früh gelesen, hier kann man das auch sehen, also die bullischen Impulse, die sind über Nacht, 2 Uhr beziehungsweise hier 3 Uhr auf den Weg gebracht worden, also klassisch asiatisches Handelsfenster und könnten, würde ich jetzt mal behaupten, damit in Einklang gebracht werden, als Erklärung, als Initiator, als initialer Impuls an der Stelle, dass eben Evergrande hier verkündet hat, heute oder morgen ausstehende Zinszahlungen leisten zu wollen, Querstrich leisten zu können. Das könnte jetzt so ein bisschen vielleicht darauf zurückzuführen sein, also dann dieser bullische Impuls, dass man dort seitens des Marktes das dahingehend interpretiert, jetzt auch mit dem oder vor dem Hintergrund, dass der chinesische Feiertag Montag, Dienstag, ich weiß gar nicht genau, was da, welcher Feiertag dort der Hauptgrund war, dass der Handel eben ausgefallen ist, ausgesetzt war. Aber Fakt ist oder scheint zu sein, dass das vielleicht jetzt mit Wiedereinsetzen eben des Handels, dass das durchaus vielleicht dann Spekulation anfacht, dass doch die chinesische Regierung, querstrich die Notenbank, vielleicht hier in irgendeiner Form aktiv wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Also Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass der DAX sich hier derzeit positiv präsentieren kann, dass wir alles in allem grundsätzlich erstmal die nächste potenziell aggressivere Attacke auf die 15.000er Region eben hier auf die lange Bank zu schieben scheinen. Nichtsdestotrotz sollte man für Engagements, bevor man jetzt eben auf die Idee kommt, hier Long-Engagements anzustoßen, erst einmal sich vergegenwärtigen, dass Chance-Risiko-Verhältnis technisch eine Gegenbewegung hier in diesem Bereich einen stärkeren Widerstand findet, potenzielles Überrollen nochmal denkbar wird. Gestern hat sich eben, wie gesagt, gezeigt, dass wir die 15.300er Region haben verteidigen können. Es gab noch einmal, ich schaue mal ganz kurz, hier, ja. Ja, hier kann man das, es fällt gar nicht so sehr auf, ehrlich gesagt, aber es gab gestern nochmal in den Nachmittag hinein, also dann auch besonders hier in den Abend vielleicht, gab es einen Versuch, die 15.300er Marke zu attackieren. Es gab ein leichtes Überrollen, knappen Close, glaube ich. Ich guck mal ganz kurz, ganz genau hin. Ja, es war ein knapper Close. Oberhalb von, glaube ich, 15.300 Punkten. Das ist jetzt auch, das sind wie gesagt, vor dem Hintergrund der jüngeren angezogenen Volatilität macht das jetzt den Kohl auch nicht fett. Ob es jetzt 15.305 war oder 15.298, das spielt überhaupt keine Rolle. Das Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass wir uns haben hier gestern oberhalb im Bereich um 15.3 eben stabilisieren können. Das war ein erstes potenziell positives Signal, dass eben dieser bärische Impuls ausgeblieben ist, dass man hier auch dann im Zusammenhang mit dem DAX diesen kurzen Schub, den wir hier als bärischen Impuls gesehen haben, gegen die 4.400er Marke, nicht dramatisch in Anführungsstrichen gefolgt sind. Im S&P war es dann an dieser Stelle. Und jetzt schaut es erstmal danach aus, als wenn dieses Szenario, was ich gestern hier eingezeichnet habe, also das heißt, dass am Ausbilden eines höheren Tiefs, dass das eventuell beginnt, sich zu manifestieren, was allerdings erfordert, dass wir jetzt natürlich dann seitens der Fed den entsprechenden Impuls geliefert sehen. Also sprich, die Fed, die wird heute Abend eben erwartet, einen Taper anzukündigen. Ja, das bedeutet also etwas anders formuliert, dass man eine Reduktion der Anleiheaufkäufe jetzt ins vierte Quartal plant, auf den Weg zu bringen. Die Frage, die sich eigentlich hauptsächlich stellt, ist, wie hoch wird dieser ausfallen? Derzeit gehen die Spekulationen im Bereich um 15 Milliarden US-Dollar, die Anleiheaufkäufe aktuell auf 120 Milliarden pro Monat laufend
eben wie hoch diese Reduktion ausfällt. Wenn es weniger sind als diese erwarteten 15 Milliarden, die bereits vor anderthalb Wochen schon mal in einem Medienbericht eben zum Thema gemacht worden sind, also 10 Milliarden an der Stelle, 5 Milliarden sind ein bisschen dünn an der Stelle, aber 10 Milliarden, dann wäre das ein Signal, welches eben dann vom Markt potenziell bullisch aufgenommen werden dürfte, denn es würde nämlich implizieren, dass die Fed weiter trotz eines sich eventuell aufhellenden Konjunkturausblicks, den man auch genauso kommunizieren würde, dennoch mehr Liquidität zur Verfügung stellt, als der Markt es vielleicht derzeit erwartet. Aber das wäre etwas, was an dieser Stelle eben hier bullisch aufgefasst werden und dann entsprechend eben eine deutliche Rückeroberung der 4.400er Marke mit dann auch früher oder später zu erwartendem Break dieser Trendlinie hier, die Allzeithochs beziehungsweise die Hochs hier von der vergangenen Handelswoche miteinander verbindet, eben eine Rückeroberung nach sich ziehen dürfte und dann früher oder später den Weg wieder in Richtung Allzeithoch ebnen dürfte. Wenn es wie erwartet verkündet wird, auch das wäre meine Einschätzung, also wie erwartet bedeutet 15 Milliarden pro Monat ab November, vielleicht sogar zeitlich verzögert ab Dezember und in Aussichtstellung, vielleicht darüber hinausgehend noch, dass man eine Zinsanhebung aber dennoch erstmal auf die lange Bank schiebt und eben in diesem Zusammenhang sie vielleicht eher, also so zumindest dann seitens des Terminmarktes gespielt, in der zweiten Hälfte, vielleicht Ende sogar erst des Jahres 2023 erwartet. Das wäre etwas, was ergänzend hierzu vielleicht dann auch einen bullischen Impuls, weil es größtenteils schon hinsichtlich des Tapers eingepreist sein dürfte, was dann eben entsprechende Long-Bewegung initiieren könnte, was auch ein Hand in Hand gehen dürfte mit einer Rückeroberung der 4.400er-Marke, eher früher als später. Das wäre das zweite Szenario. Und Szenario Nummer 3. Szenario Nummer 3 ist eins, welches vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen und auch vor dem Hintergrund vielleicht ganz besonders, dass man eigentlich seitens der Fed weiß, dass die nicht daran interessiert sein dürfte, hier starke Volatilität in irgendeiner Form zu begünstigen im Markt. Dass dieses dritte Szenario, das eher unwahrscheinlichste Szenario bei dieser Sache, eine Reduktion der Anleiheaufkäufe größer 15 Milliarden pro Monat und darüber hinausgehend vielleicht, und das könnte nochmal sogar das Zünglein, vielleicht sogar an der Waage sein, sogar Volatilität begünstigen, dass man vielleicht sogar dann schon plant, früher als derzeit seitens des Marktes erwartet, einen Zins am Erhöhungszyklus dann früher oder später einzuleiten. Also das bedeutet eigentlich ab der ersten Hälfte 2023 man vielleicht mit Zinsanhebung rechnen sollte. Wenn solch eine Kommunikation stattfindet, dann wäre das etwas, das würde man als hawkisch bezeichnen, restriktiver im derzeitigen Kontext. Und das wäre etwas, was hier nochmal eine ernsthafte Attacke auf der Unterseite und einen Push eben in Richtung der gestrigen Tiefs, beziehungsweise dann der am Montag war es, Verzeihung, am Montag 4.300er Region eben tatsächlich auf den Weg bringt und dann auch hier die Gefahr birgt, dass es nochmal ein tieferes Tief eben tatsächlich gibt, welches den Weg ebnen würde Richtung der 4.220er Region, 4.230er Region in der zweiten Wochenhälfte. Das ist das also bärische Szenario, welches ich allerdings ehrlich gesprochen, wenn ich da jetzt Wahrscheinlichkeit dran schreiben müsste, sagen würde, 10 Milliarden Reduktion der Anleiheaufkäufe, ich würde mal sagen, vielleicht 10%. Ähnlich hier dieses hawkische Szenario, vielleicht sogar noch weniger, also vielleicht sogar nur bei 5% und dann 80, 85% Wahrscheinlichkeit, dass es eben die Reduktion der Anleiheaufkäufe gibt, um 15 Milliarden ab November, vielleicht ein bisschen großzügiger, ausgehend von den jüngsten Entwicklungen rund um Evergrande, dann ab Dezember. Aber das ist das wahrscheinlichste Szenario in diesem Zusammenhang, wo man dann auch sehen kann, dass es bei mir eigentlich eher in Richtung Long eben tatsächlich geht. Nicht, dass ich jetzt aktuell mich hier aggressiv Long positionieren wollte, aber um das Trading technisch eben auch unterfüttern, was ich plane in diesem Zusammenhang oder plante in diesem Zusammenhang wäre, wenn ich Volatilität derzeit long bin, in Erwartung, dass es eben zu einem Taper und anziehender Volatilität und dergleichen kommt, auch dann in diesem Zusammenhang zu einem Push zurück über die 30-Punkte-Marke, dann wäre es so, dass bei diesem Szenario, was ich gerade skizziert habe, also wie erwartet und keine anziehende Vola, sondern eher Rückeroberung der 4.400er-Marke, dass ich dann in diesem Zusammenhang bestehende Long-Positionen aus volatilitätstechnischer Perspektive eben, also Long-VIX-Calls an der Stelle eben geben würde. Also das heißt, ich gehe da nicht davon aus, dass es dort noch eine größere Chance gibt, dass wir in den kommenden
3, 4 Wochen eben tatsächlich stark anziehende Volatilität und Nervosität im Markt geben. Also jedenfalls nicht vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade an Informationen haben. Das beinhaltet jetzt, also ich würde dann im Grunde genommen, wenn ich solch eine Position aufrechterhalten würde, würde ich im übertragenen Sinne darauf hoffen, dass irgendein externer Trigger hier sich in irgendeiner Form präsentiert, der einen Schub in der, oder der ein starkes Anziehen der Volatilität nach sich zieht. So ähnlich, man könnte vielleicht sagen, so ein zweites Evergrande, beziehungsweise das Evergrande da in irgendeiner Form eben nochmal stärker Volatilität begünstigt, aber derzeit macht das nicht den Eindruck. Also das bedeutet, eigentlich ist die FED das Zünglein an der Waage an dieser Stelle, welches hier den Weg bereitet. Sollte es überraschenderweise, trotz dessen, was ich gerade skizziert habe, einen bärischen Impuls geben, dann würde mich das überraschen, aber es wäre günstig im Hinblick auf eine bestehende Long-Position aus volatilitätstechnischer Perspektive. Gehe allerdings eher davon aus, dass das größtenteils eingepreist sein dürfte, sprich also, dass dann in diesem Zusammenhang morgen, würde ich mal jetzt behaupten, ja, allerspätestens wahrscheinlich, würde ich dann entsprechend eine bestehende Vola-Long-Position einfach geben, weil ich nicht mehr davon ausgehe, dass ausgehend von den aktuell sich gebenden globalen makroökonomischen Aspekten entsprechend eben dann stärkere Volatilität begünstigt wird, sondern dass man alles in der Macht Stehende seitens der Fed tut, um den Markt möglichst in Anführungsstrichen ruhig zu halten einfach. Und ja, das also meine Einschätzung im Zusammenhang mit dem, was wir seitens der Fed sehen können. Wie gesagt, bis heute Abend 20 Uhr, das ist dann für die kurzfristig agierenden Trader an der Stelle von Interesse, Daytrading. Alles, was eben vor der FED stattfindet, 20 Uhr unserer Zeit, ist eher niedrig volatil zu erwarten. Sollten wir tiefere Tiefs markieren, also Intraday-Tiefs, sollten wir unter die 380 rutschen, wäre in diesem Zusammenhang nochmal eine Attacke auf die 300er-Region, vielleicht auch tiefer denkbar, 240, 250. Vor dem Hintergrund aber der FED ist eher davon auszugehen, dass wir einen verhältnismäßig ruhigen Tag eben tatsächlich bis heute Abend zu sehen bekommen und dann heute Abend ab 20 Uhr entsprechend Impuls geliefert wird, vielleicht morgen zur Markteröffnung, dann eben ab vielleicht sogar 8, 9 Uhr, je nachdem auch wie die FED sich positioniert, vielleicht schon über den asiatischen Handel stärkere Volatilität zu sehen bekommen. Wie gesagt, wovon ich jetzt derzeit allerdings nicht ausgehen würde. Sprich, etwas anders formuliert, ich würde derzeit davon ausgehen, wie gesagt, dass der DAX wahrscheinlich hier bis heute Abend in einer Range zwischen 15.400 Punkten bis 15.500 Punkten wahrscheinlich pendeln dürfte und dass dann allerfrühestens heute Abend entsprechend ein Impuls geliefert wird. Also das bedeutet etwas anders formuliert, ich würde jetzt hier, wie gesagt, keine stärkeren Trends sich potenziell entwickeln sehen eben. So, das wäre es im Hinblick tatsächlich auf den DAX gewesen. Mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Der Greg fragt, wie ich den Nikkei einschätze. Den können wir mal ganz kurz hier den Schirm holen. So. Das gucken wir mal ganz kurz. Also, den Nikkei ausgehend von dieser Konstellation ganz klar long. Vielleicht nochmal ein kurzer Versuch, vielleicht hier eine Attacke auf diese Trendlinie. Das Interessante in diesem Zusammenhang ist natürlich, dass dieser Test, das dürfte der Bereich so um 29.500, 29.600 wahrscheinlich, könnte man das zusammenfassen, dass der natürlich hier zusammenfällt. So. Mit ehemaligen Hochs, ich weiß gar nicht, kann man das hier sehen? Kommt da noch eine Linie rein? Nee. Na gut. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich das eigentlich gewünscht habe. Also hier kann man das aber im Daily, kann man das glaube ich relativ gut erkennen. Das sind also ehemalige Hochs aus dem Mai, beziehungsweise hier Juni, ja, Mai-Juni-Hochs. Die fallen zusammen mit, guck mal ganz kurz, kann man das hier auch noch einzeichnen? Ja, könnten eigentlich mal kurz gucken. So, könnten wir von hier zweckentfremden. So, das ist ziemlich genau diese Region hier. Das ist eine potenzielle Kreuzunterstützung. Also das ist jetzt das ist ein bisschen blöd hier an der Stelle, aber das sind eben ziemlich genau diese Hochs, mit denen wir hier zusammenfallen. Aus dem Mai, aus dem Juni tatsächlich. Solange wir diesen Bereich halten können, also 29.500 rund gesprochen, 29.600,
sind wir eigentlich potenziell long und haben hier dann früher oder später wahrscheinlich eine erneute Attacke auf die 30.000er Marke und auch entsprechend zu überwinden, dieses Bereichs eben tatsächlich zu erwarten. Ja, sobald wir die 29,5 eben tatsächlich brechen würden, würde ich den Nikkei erstmal nicht mehr long sein wollen. Könnte mir dann vorstellen, dass wir zeitnah einen Drop unter die 29.000er Marke eben tatsächlich zu sehen bekommen. Allerdings, wie gesagt, bis dahin, vor dem Hintergrund der zu erwartenden weiteren geldpolitischen Unterstützung, an der Stelle eben ganz besonders seitens der Fed, des übergeordneten Modus und vielleicht auch dann entsprechend eben eines potenziellen Rettens von Evergrande, in dem Fall aus China. Das setzt das natürlich voraus. Also, wenn wir jetzt aktuell spekulieren, dass eben die Fed sich geldpolitisch expansiv präsentiert, dann würde natürlich hier in diesem Zusammenhang das alles komplett ad acta gelegt und komplett auf den Kopf gestellt, just in jenem Moment, wo sich abzeichnet, dass die chinesische Regierung, Querstrich eben die chinesische Notenbank, die PBOC, eben Evergrande in Anführungsstrichen fallen lassen würde. Also das heißt, hier dann entsprechend eben dann Evergrande sich selbst überlassen und an der Stelle eben das Risiko eingehen, dass es hier zu einem, dass das systemische Risiko, was Evergrande ausgehend von seinen Verflechtungen und seiner Größe für das dann in dem Falle chinesische, vielleicht aber auch den asiatischen Raum generell und somit auch die globalen Finanzmärkte eben birgt, dass man an dieser Stelle eben tatsächlich dann Volatilität, Turbulenzen erwarten dürfte. Sollte es da ruhig bleiben, sollte entsprechend eben eine Unterstützung seitens der chinesischen Regierung sich abzeichnen, wie gesagt, dann wäre in Verbindung mit einer geldpolitisch freundlichen Fed nicht nur für den S&P eben und an der Stelle auch den Nasdaq, in unserem Fall dem DAX, sondern eben auch für den Nikkei hier zu rechnen, dass wir gegen diesen Bereich eben tatsächlich um 29,5 wieder aufdrehen würden. Ja, das wäre es für die Equity-Märkte, also Indizes an der Stelle größtenteils tatsächlich gewesen. Wie gesagt, den S&P hatten wir gestern lang und breit hier zum Thema gemacht. Frage der Fragen ist, gelingt es jetzt die 4,4 zurückzuerobern, besonders vor dem Hintergrund dann der entsprechenden geldpolitischen Haltung seitens der Fed heute Abend. Ähnliches Bild finden wir auch hier in dieser Konstellation in Bezug auf den Nasdaq, der eben hier statt der 4.400er Marke im S&P hier die 15.200er Marke, 200, ja, 150-200er Marke, machen wir es rund, machen wir 15.200 Punkte, eben diesen Bereich als signifikant eben hier sich kristallisieren sieht, sollten wir diesen Bereich zurückerobern, dann wäre das ein erstes positives Signal, welches sich dann früher oder später vielleicht auch mit neuen Allzeithochs bei einer entsprechenden Earnings Season und günstigen Earnings Season dann Mitte, Ende des nächsten Monats eben beginnt, dann hier zu herauskristallisieren. Wie gesagt, schauen wir erstmal, ob dieser Impuls überhaupt geliefert wird. Ein erstes positives bullisches Signal wird geliefert, oberhalb von 15.200 Punkten. Unterhalb besteht durchaus nochmal die Möglichkeit einer Attacke. Das gilt ganz besonders eben auf der Unterseite. Wenn sich die Fed eben nicht, wie erwartet, geldpolitisch freundlich oder beziehungsweise restriktiver eben positioniert. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit hierfür achte ich aber als durchaus gering eben tatsächlich. Was wir machen wollen, ist, wir wollen einmal auf die gestrigen Earnings von FedEx einen Blick werfen, beziehungsweise wir blicken erstmal auf Uber und dann gucken wir auf FedEx. Also spielt unterm Strich keine große Rolle, in welcher Reihenfolge wir das machen. Also, und zwar Uber hat gestern in der Vorbörse, ich will das mal ganz kurz hier vielleicht zeigen, einen Augenblick. Jetzt haben wir es mal eben hier in der Discord-Community. Ich hatte das gestern nämlich eingegriffen. Sind wir? Da, sehr schön. Also, ich ziehe das mal ganz kurz hier rein. Also, ich hatte das gestern hier eingeschrieben gehabt. Den Link dazu übrigens ganz kurz stelle ich mal hier einmal ein. Moment, wo habe ich hier die Chatbox? So, Discord. Also, da liegt der Fokus ganz besonders eben auf den US-Equities. Und ich hatte das hier geschrieben gehabt, gestern 14:25. Wo haben wir sie? Hier, zunächst Uber. Also, Uber hat gestern seine sogenannte Gross Bookings Guidance für das dritte Quartal reduziert und hat hier in diesem Zusammenhang eben eine sequentielle Verbesserung des bereinigten EBITDA in Q4. Also, das
operativen Gewinns eben, wenn man es erstmal grob zusammenfasst, eben in Aussicht gestellt. Und das Interessante ist im Zusammenhang mit Uber eben gewesen, Uber hat, und das war eigentlich nur der fundamentale Katalysator, wodurch die Aktie in der Vorbörse heiß geworden ist. Also da sind, ich gucke mal ganz kurz hier in meine Aufzeichnung, wie viele Stücke sind da gestern gehandelt worden? Ich glaube, da sind über 3 Millionen Stücke schon bereits, fast 4 Millionen Stücke in der Vorbörse gehandelt worden, bei durchschnittlich 22 Millionen, was darauf hingedeutet hat, dass das wirklich ein starkes, also als stark angesehen wurde, sonst ganz seitens des institutionellen Handels. Das ist auch deswegen ganz interessant, weil Uber hatte nämlich hier jetzt im, wann war das denn? Das war im Februar, hat er neue Allzeithochs markiert gehabt, bei über 63, 64 Dollar, Pi mal Daumen, ist dann allerdings 40% unter Druck geraten, hat Anfang August verhältnismäßig starke Earnings eben präsentiert, aber hat keine schärfere Gegenbewegung eingeleitet. Und das war etwas, das hat relative Schwäche irgendwie wiedergespiegelt. Ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort in dem Zusammenhang. Und jetzt allerdings ist der Abgabedruck dann nicht weiter, hat er sich nicht weiter beschleunigt. Also das heißt, dieser Abwärtstrend, der kam hier zum Erliegen. Und wir haben dann auch ganz besonders dort im Bereich eben dieser Tiefs hier, das war im September jetzt, roundabout letzte Woche, glaube ich, haben wir nochmal die Tiefs, sind wir nochmal angelaufen. Allerdings kam oder blieb ein dynamischer Bruch eben tatsächlich aus. Und jetzt schaute es so mehr und mehr danach aus eigentlich, als wenn das vielleicht hier eine potenzielle Bodenbildung eben zeigt. Und gestern durch eben diese Ankündigung, also es ist so gewesen, dass wir einfach zurück über das 40er-Level und dann in dem Zusammenhang auch hier zurück über dieses potenzielle relative Hoch eben, welches diese Abwärtssequenz in im Spiel hält, eben zurückgebrochen sind und haben uns oberhalb von 42 eben tatsächlich dann auch bereits entsprechend zeigen können. Und zwar hier gleich in der Vorbörse und haben interessanterweise diesen Bereich verteidigen können. Also das Interessante war im Hinblick auf Uber, ich will das mal ganz kurz hier vielleicht zeigen, da haben wir noch den vorbörslichen Handel auch von gestern. Wir hatten um 42,50 Pi mal Daumen, das war hier dieser Bereich, hatten wir die vorbörslichen Hochs und wir hatten eben, wie gesagt, übergeordnet auch diese Region eben hier um diese relativen Hochs aus von frühem September eben. Und das war dahingehend ein interessantes Signal, weil wir nämlich nach einer sehr, sehr starken Eröffnung, ich will das nochmal ganz kurz hier zeigen, was ich hier geschrieben habe gestern in der Community, also Uber mit starker Eröffnung, mehr als 10 Millionen Stücke gehandelt, also 10 Millionen Stücke bereits in den ersten 10 Minuten gehandelt worden. Das war ein sehr, sehr, sehr starkes Signal. Das sind 50% des durchschnittlich gehandelten täglichen Volumens. Und wir haben uns eben oberhalb von 42 präsentieren können. Und jetzt war dann so ein bisschen die Frage, können wir diesen Bereich um 42,50 halten? Und wenn die Antwort darauf ja ist, dann ist das ein stark bullisches Signal und weitere Aufschläge sind durchaus zu erwarten. Und das kann man dann hier relativ gut eben tatsächlich erkennen, dass wir diesen Bereich um eben 42 haben hier auch nach 16 Uhr ganz klar halten können und haben dann eine Bewegung initiiert gehabt, die uns in Richtung der 44 beziehungsweise dann sogar in den Abend hinein in Richtung 45 getrieben. Und was jetzt noch viel interessanter war in dieser Konstellation, und da kommen wir jetzt zum Spiel für heute, ist eben, dass Uber an der Stelle eben hier im Bereich seiner Tageshochs geschlossen hat. Ich habe das hier mal vorbereitet, schon mal, also die durchschnittliche Schwankungsbreite pro Tag, also die Average True Range, die beträgt derzeit für die letzten 22 Handelstage 1,60 Dollar. Wir sind gestern gehandelt worden im Tief bei 42,18, also Intraday, und 45 Dollar im Hoch, also das heißt deutlich oberhalb von einer ATR haben wir entsprechend gehandelt. Und wir haben bei 45 Dollar im Hoch für den Tag gehandelt und geschlossen dann bei 44,36. Also das heißt 64 Cent nur unterhalb dieser Hochs. Und was ich jetzt hier mache, ist, dass ich diese Zahl, also das, was wir unterhalb der Tageshochs geschlossen haben, 64 Cent, ins Verhältnis setze zur gestrigen Handelsspanne Intraday und sage, wenn wir innerhalb der 25% der Handelsspanne schließen, also der Hochs dieser Handelsspanne, der Kerze, die sich ausgebildet hat, dann haben wir eine Qualifikation aus rein quantitativer Perspektive für ein sogenanntes Second Day Play. Und wir haben hier, sehen wir, innerhalb dieser 25% geschlossen. Und dadurch qualifizieren wir uns eben entsprechend jetzt für ein Play. Und in diesem Zusammenhang ist es eben so, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt davon aus, dass sich diese Bewegung eher noch weiter fortsetzt, dass Uber eben hier weiteres bullisches Momentum eben erfährt. Ich will das mal ganz kurz hier bei Finviz auch zeigen, was das gestern für ein Interesse seitens der offensichtlich institutionelle Marktteilnehmer war, also man kann es hier schon erkennen, diesen stark
am grünen Balken. Das ist das höchste Volumen. Status quo. Ich guck mal ganz kurz. Müsst ihr jetzt mal eben schauen. Das kann man jetzt leider hier nicht so ganz erkennen, aber es sieht ganz danach aus, als wenn das eben das höchste Volumen war, welches wir im Jahr 2022 in der 2021 jetzt in dieser Aktie gehandelt gesehen haben. Gestern sind also über 106 Millionen Stücke gehandelt worden. Das ist mehr als das 4,5-fache des durchschnittlichen Handelsvolumens gewesen. Also sprich anders formuliert, das schaut sehr stark danach aus, dass wir hier gegen diese potenzielle Bodenbildung jetzt seitens des institutionellen Handels eben tatsächlich Nachfrage in die Aktie kommen sehen. Also wir wissen alle, was Uber macht. Also Uber ist ein ja, soll man es nennen, ein Transportdienstleistungsunternehmen, welches im Transportbereich in Anführungsstrichen unterwegs ist. Also man kann sich ein Uber-Taxi bestellen, das dann eben entsprechend, ich bin das noch nie mit Uber gefahren, aber wo man eben über eine App entsprechend einen Fahrer bucht, der einen dann im Grunde genommen, wo auch immer man gerade ist, entsprechend abholt und hinfährt, wo man möchte. Ja, sehr, sehr plump gesprochen. Und natürlich hat die Aktie massiv gelitten infolge von Corona, infolge Lockdown und so weiter. Aber mehr und mehr sieht es jetzt ja nach einer Rückkehr zum, ja, ich sag's mal jetzt, wirtschaftlichen Normal jedenfalls aus. Also Stichwort voranschreitende Vaccinierung und dergleichen, dass Lockdowns kein Thema mehr sind und so weiter und so weiter. Und in diesem Zusammenhang wird die Aktie natürlich dann auch vor dem Hintergrund eben dieser jetzt sehr guten Aussichten für die Zukunft in diesem Zusammenhang wieder interessant, auch für den institutionellen Handel. Früher oder später ist davon auszugehen, eventuell sogar, dass hier auch sich ein Einkommen herauskristallisiert, ein Gewinn herauskristallisiert. Aktuell ist die Aktie oder das Unternehmen zutiefst unprofitabel, aber wie gesagt, das ist mit Sicherheit auch dem Umstand geschuldet, dass die jüngsten Entwicklungen sicherlich im Hinblick auf Corona alles andere als günstig für das Unternehmen waren. Das spielt aber auch für unsere Einschätzung, also aus rein fundamentaler Perspektive, erstmal keine Rolle, weil wir es natürlich nur aus rein intraday technischer Perspektive betrachten wollen. Und das, was wir eben hier derzeit erkennen können, ist, dass da offensichtlich potenziell institutionelle Nachfrage massiv zu bestehen scheint. Und dass man in diesem Zusammenhang eben hier jetzt eine verstärkte Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Bodenbildung eben sieht. Was dann im Umkehrschluss bedeutet, dass die Aktie auch dann für die kommenden Stunden beziehungsweise in den kommenden Tagen eventuell weiter long sein kann, besonders im übergeordneten Umfeld vielleicht, wenn die Fed sich entsprechend günstig präsentiert auch. Und lange Rede, kurzer Sinn, was das Key-Level sein dürfte, also die sogenannte Inflection für den heutigen Handelszeit, die sehe ich um 44 Dollar. Also solange wir die 44 halten können, vielleicht auch einen kurzen Flush drunter, vielleicht sehen wir auch einen kurzen Flush in Richtung der Gefilde 43, 43, 50. Aber solange wir grob gesprochen, rund gesprochen die 44 halten können, ist das eigentlich ein sehr starkes Signal und es ist davon auszugehen, dass wir die 45 herausnehmen, dann die 46 bzw. eben darüber hinaus vielleicht sogar die 48er Region anvisieren können. Das sind hier ehemalige Tiefs, die sich dort im Juli, Juni, Juli eben hier herauskristallisiert haben als Orientierung auf der Oberseite. Ist eine Aktie, die verhältnismäßig in Anführungsstrichen evolatil ist eigentlich. Also zum einen hochliquide, viele Stücke, die umgehen. Ich kann also sehr gut mein Risiko kalkulieren. Ich habe eine sehr, sehr enge Möglichkeit, ausgehend hiervon vielleicht sogar mit Stops zu arbeiten. 30 Cent, maximal 40 Cent, eher 30 Cent Risiko. Was natürlich dann auf der Kehrseite bei solch einem Potenzial, wenn ich eben hier 3, 4 Dollar vielleicht sogar Chance auf der Oberseite, naja, 4 ist ein bisschen viel, aber mindestens 3 Dollar eben als Chance sehe, dass ich eben ein Chance-Risiko-Verhältnis für den Tag bekomme, welches jenseits von 5 zu 1 eben tatsächlich ist. Also ein durchaus sehr, sehr attraktiver Titel für den heutigen Tag, ausgehend von der gestrigen Price-Action auf der Long-Seite auf jeden Fall interessant. FedEx ist nicht so spektakulär, also sicherlich das komplette Gegenteil von einem Anführungsstrichen, ja, High-Beta-Stock. FedEx hat gestern Zahlen gebracht, ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Und zwar waren die eigentlich solide, also Revenue kann man hier sehen, 22 Milliarden gegen 21,88 im Bereich der Erwartung. Allerdings Adjusted EPS, also Earnings per Share, Gewinn pro Aktie, lag bei nur in Anführungsstrichen 4,37 gegen 4,92. Und das war eigentlich das, was hier in diesem Zusammenhang hauptsächlich für dann auch die bärische Action Price Action nachbörslich eben von Interesse war, reduces earnings outlook to reflect Q1 results. Oder anders formuliert, FedEx ist ja ein Unternehmen, welches Pakete ausliefert, jetzt mal sehr plump gesprochen. Und was man eben hier sehen kann, ist, dass sich jetzt beginnt, bei FedEx eben wiederzuspiegeln, dass das Unternehmen eben von den aktuellen Lieferkettenproblemen
Kettenunterbrechungen, Supply Chain Issues eben negativ betroffen ist. Ergänzend hierzu eben sich auch hier eine Spannung im Hinblick eben auf den. Hoppala, ich sehe gerade das Internet hier bei mir, ist ein bisschen instabil. Jetzt hoffen wir, dass sich das wieder stabilisiert. Was auch immer der Grund ist für die Schwankung. Guck mal ganz kurz. Also bis jetzt sieht es jedenfalls nicht danach aus, als wenn sich das hier bemerkbar macht. Hakt vielleicht ein bisschen. Also ich hoffe, dass das Internet weiter stabil wird. Ich hatte heute Morgen auch ein bisschen Probleme, ehrlich gesagt. Aus welchen Gründen auch immer. Das hat sich dann relativ zügig allerdings gelegt gehabt. Das war auch morgens um 7, 7.30 Uhr, Pi mal Daumen. Aber es könnte jetzt natürlich sein, dass sich das hier wieder irgendwie problematisch präsentiert. Ja, hoffen wir mal das Beste. Wir sind auch gleich in Anführungsstrichen fertig, also viel mehr Spannendes, Spektakuläres gibt es nicht, weil wir erst heute Abend mit der FED eben die Karten neu gemischt sehen eben tatsächlich. Also in Bezug, wie gesagt, auf FedEx ist es so, dass sich eben hier diese Supply Chain Issues eben entsprechend jetzt problematisch beginnen darzustellen, beziehungsweise auch hier, wir haben anziehende Lohnkosten, Arbeitskosten im Hinblick eben auf die Arbeitsmarktentwicklung, die wir hier sehen. Network Inefficiencies, also das heißt Ineffizienzen innerhalb des Liefernetzwerkes eben bei FedEx, lange Rede, kurzer Sinn. Was wir einfach hier sehen ist, dass FedEx offensichtlich aus dieser Perspektive eine deutliche Reduktion eben ihres Gewinn oder ja, Gewinn-Umsatz-Ausblicks eben tatsächlich in diesem Zusammenhang eben dann Aussicht stellt. Und demnach war es dann keine so große Überraschung, dass wir nachbörslich erstmal hier starken Abgabedruck gesehen haben. Die Aktie dürfte heute potenziell heiß sein. Also ich schaue mal ganz kurz hier auf Benzinga in der Vorbörse. Das ist noch nicht wirklich aussagekräftig, aber hier sehen wir FedEx. Naja. Ja, das ist eigentlich lächerlich, ja, lächerlich klein, weil wir haben bis jetzt nur 5.300 Stücke gesehen. Also FedEx ist jetzt nicht die höchst aktive Aktie tatsächlich, FDX. Da gehen 2,2 Millionen Stücke um im Schnitt, 2,3 Millionen Stücke eben um. Demnach reichen eigentlich in Anführungsstrichen in der Vorbörse schon 250.000 Stücke, um hier diese 10%-Hürde zu überspringen, um die Aktie dann als heiß zu klassifizieren. Es ist auch keine zutiefst volatile Aktie, also die ATR kann man hier sehen im Bereich um $5, Pi mal Daumen. Bei einem Titel von über $250 natürlich jetzt kein so großer Kandidat, aber was interessant ist, ist eben, dass wir... Das sieht man hier tatsächlich gar nicht mal so, aber hier kann man das erkennen, dass wir auf der Unterseite Potenzial haben bis in Gefilde um 2,35 bzw. 2,32 vielleicht. Also ein Kandidat vielleicht, der hier sollten wir dann unterhalb von 240 eröffnen und sollten wir uns unterhalb dieses Levels konsolidieren zeigen, Potenzial nochmal für 5 bis 7, 8 Dollar auf der Unterseite hat, also für eine entsprechende Trendstruktur eben hier dann sich anbietet mit verhältnismäßig kleinem Risiko. Wie gesagt, $5 ATR, 20%, Entschuldigung, doch $5 ATR, 20% davon ist ein Dollar, Pi mal Daumen Risiko, dann kommen wir auch auf ein CRV, Größenordnung mindestens 3:1, vielleicht sogar 5:1. Wobei mein Favorit, ehrlich gesagt, auch hinsichtlich der Liquidität und hinsichtlich der gestrigen Price Action eher Uber ist für den heutigen Tag. Aber wie gesagt, Uber, FedEx, das sind auf jeden Fall zwei Titel, in dem Fall auch FedEx an der Stelle ausgehend von den Earnings gestern, welches eben von Interesse sein könnte, dann heute für den heutigen Handelstag. Und wie gesagt, unterhalb von 2,40 Potenzial hat bis 2,35, vielleicht sogar bis 2,32. So, das also für die Einzeltitel. Blicken wir hier noch einmal ganz kurz auf den Euro zum US-Dollar. Der könnte tatsächlich auch, beziehungsweise der US-Dollar auf breiter Front, könnte durchaus auch ein etwas volatilerer Kandidat eben tatsächlich sein. Ah, das ist nicht so gut. Einen Moment. Das ist interessant. Okay, also hier hakt jetzt gerade der Stream irgendwie ein bisschen, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Nee, also hier ist alles gut. Naja, alles gut. Also es hakt ein bisschen, so viel sieht es auf jeden Fall aus, aber muss mal ganz kurz gucken, ob das hier auch entsprechend gestreamt wird. Auch bei Discord sage ich schon, bei Twitch. Nee, schaut auch alles gut aus. Okay, also wir beeilen uns. Also, wir sind weiterhin innerhalb dieses Abwärtstrendkanals, sind wir hier
gefangen. Wir können uns oberhalb von 1,17 aktuell stabilisieren, präsentieren. Ich möchte Euro-US-Dollar aber weiterhin ungern long sein. Wenn long, dann sehe ich bereits hier um 17,50, eher vielleicht 17,70 eine stärkere Widerstandsregion, obere Abwärtstrendkanalbegrenzung, Abwärtstrendkanal innerhalb dessen wir uns aktuell bewegen, gegen welchen ich den Euro zum US-Dollar short sein wollte. Das würde natürlich komplett auf den Kopf gestellt, sobald sich eben die Fed heute Abend erstaunlich dovish präsentiert. Da sind wir dann eben im Bereich zum Beispiel Reduktion der Anleiheaufkäufe ab Dezember nur in der Größenordnung von 10 Milliarden, also unterhalb dessen, was der Markt aktuell erwartet. Da sind wir eher im Bereich November-Reduktion und dann entsprechend eben 15 Milliarden pro Monat. Zinsanhebung deutlich erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erwartend, also Stichwort Guidance an der Stelle, die man dort eben ausgibt, Forward Guidance. Das ist also durchaus etwas, was dann hier den US-Dollar stark be belasten dürfte und was dann an der Stelle eben hier auch einen Ausbruch aus diesem Abwärtstrendkanal nach sich ziehen dürfte. Mein wahrscheinliches Szenario ist aber eher jenes, das wie erwartet kommuniziert wird und in diesem Zusammenhang dann potenziell eher eine erneute Attacke auf die 1,17er Region vielleicht im US-Dollar erwartet werden sollte. Alles in allem sollte das Währungspaar auf jeden Fall, auch generell der US-Dollar, eher unspektakulär, volatil eben tatsächlich bleiben. Den attraktiveren Kandidaten, ehrlich gesagt, in Anführungsstrichen aus der Währungsperspektive, finde ich tatsächlich in Gold. Also das heißt, ich bin hier ausgehend von der Region um 1780 US-Dollar pro Feinunze am ehesten interessiert, wie sich das Bild oder gespannt, wie sich das Bild präsentiert. Der Gedanke von gestern, der hat sich recht gut präsentiert. So möchte ich es mal formulieren. Erinnert euch dran, wir hatten im Zusammenhang mit dem Morning Meeting hier ein Szenario skizziert, so diesen Momentum-Scalp-Gedanken. Der eine oder andere erinnert sich, wo ich sagte, wenn wir über 7,67 gehen, dann sehe ich Potenzial bis 7,80 auf der Oberseite. Das könnte relativ zügig vielleicht sich abzeichnen. Wenn ich von Momentum-Scalp spreche, ehrlich gesagt, dann gehe ich eigentlich von einer Bewegung innerhalb weniger Minuten aus. In dem Fall hat es ein bisschen länger gedauert, aber nichtsdestotrotz ist der Gedanke so auf jeden Fall hat sich herauskristallisiert, als wir eben hier uns haben ausbrechend über 7,67 präsentiert. Da kam eben hier dieser Schub bis 7,80 auf der Oberseite mit kleinem Risiko. Also dieser Trade-Gedanke, der ist auf jeden Fall aufgegangen. Und ja, jetzt ist tatsächlich die Frage der Fragen, wie sie präsentiert sich die Fed heute Abend. Also kommt es dort zu entsprechenden Impulsen, die geliefert werden? Rollen wir über gegen diesen Bereich in irgendeiner Form? Kommt es hier nochmal zu einem schärferen Leg-Down? Größtenteils dürfte das, was ich erwarte, eingepreist sein. Also das bedeutet eigentlich gibt es dann in dem Bild nicht so viel bärisches Potenzial für Gold. Auf der Kehrseite ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dass dennoch eben ganz besonders im Hinblick auf dann den Zinsanhebungszyklus, den man früher oder später plant, auf den Weg zu bringen, dass dann eventuell eben eine Überraschung sich herauskristallisiert, die dann eben hier einen schärferen Push auf der Unterseite in Gold nach sich zieht. Es bleibt dabei, dass meine Inflection weiter der Bereich so um 7,50 bleibt. Also das heißt, solange wir uns oberhalb dieser, dann in dem Fall wäre es vielleicht grob gesprochen sogar, das ist nicht ganz die 57er-Region, sondern ein Stück weit tiefer. Solange wir uns oberhalb hier von 7,40, 7,45 eben halten können, ist alles in allem eigentlich eher dann mit einem Rückeintreten in diese Range zwischen 7,80 roundabout bis 1800, 810 US-Dollar pro Feinunze zu rechnen. Das wäre jetzt zwar kein stark bullisches, aber zumindest mal ein solider Ausblick eben tatsächlich für die Goldbullen. Sobald wir unter diesem Bereich fallen, wie gesagt, ist denkbar, dass wir bis in Gefilde 27 bzw. so runter Richtung dann der Jahrestief 680 eben verkauft werden. Wenn wir ein Szenario zu sehen bekommen, welches ich ja auch eher als unwahrscheinlich erachte, aber welches eben den US-Dollar dann unter Druck bringen würde, welches dazu führen dürfte, dass der Euro zum US-Dollar zum Beispiel aus diesem thematisierten Abwärtstrendkanal ausbricht, über die 1770 zurück über das 1,18er Level läuft, dann wäre das natürlich einhergehend hier ausgehend von der negativen Korrelation von Gold zum US-Dollar natürlich mit einem sehr deutlichen Lauf zurück in Richtung sogar vielleicht über die 1800er Marke. Auch das wird auf jeden Fall interessant sein. Wie gesagt, das Key-Level ist der Bereich eben um 1780. Also alles, was drüber stattfindet, ist bullisch und hat das Potenzial eben für einen deutlich tiefen Lauf zurück über 1800 bzw. darüber die 1830er Region. Alles, was hier diesen Bereich nicht zurückerobern lässt, eher gegen für ein Überrollen spricht, ist
Solange nicht wirklich problematisch, solange wir oberhalb von 1740 US-Dollar pro Finance handeln, aber sobald wir darunter rutschen würden, wäre das ein eher klar bärisches Signal, welches die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Anlaufens der 1680er-Region eben, also der Region um die Jahrestiefs eben, sehr wahrscheinlich werden lässt. So, und final werfen wir natürlich hier noch einen Blick auf Bitcoin. Also, hier können wir erkennen, klar, topische Bildung, die sich herauskristallisiert. Es gelingt nicht, die 43.500er Marke zurückzuerobern. Wir haben gestern tatsächlich was. Ich gucke mal kurz aufs Datum, das kommt aber hin. Ne? Also wir haben gestern verhältnismäßig schwach wirklich performt. Also wir hatten ja bereits Abgabedruck, stärkeren Abgabedruck hier über die Asia-Session eben tatsächlich gesehen in Bitcoin und sind dann nochmal auch gegen diesen Bereich um 43,5 übergerollt. Ich müsste jetzt wirklich ganz kurz überlegen, wie ich das gestern dargestellt hatte. Ich weiß aber, dass wir die 43,5, glaube ich, zum Thema gemacht hatten im Hinblick auf Bitcoin. Und in dem Zusammenhang sich, glaube ich, die Frage stellt, ob es zu einer Rückeroberung kommt oder eben nicht. Egal, wie sich das auf jeden Fall jetzt darstellt. Wir sehen auf jeden Fall, dass wir auf der Unterseite Support gefunden haben gegen hier die 40.000er-Region. Wir sind kurzzeitig unter dieses Niveau, glaube ich, gerutscht. Und das ist eine erste positive Reaktion tatsächlich. Also hier in dem Zusammenhang, vielleicht hat der eine oder andere schon den in Anführungsstrichen Mumm gehabt oder Mut gehabt, gegen diesen Bereich hier sich long zu positionieren. Sollte es jetzt gelingen, hier zu einer Rückeroberung nicht nur anzusetzen, sondern diesen Bereich um 43,5, 43,8 eben zurückzuerobern, dann wäre das ein positives Signal, welches es denkbar werden lässt, dass wir in den kommenden Tagen Richtung 48 und Richtung dann auch darüber hinaus der 50.000er-Region eben zurücklaufen. Solange wir allerdings unterhalb hier von 43,5, 43,8 bzw. 44.000 US-Dollar eben handeln, ist das Bild eher weiter angeknackst, das sieht eher topisch aus und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines tiefen Falls zurück unter die 40.000er Marke, vielleicht sogar ein Test der 30.000er Region dann über kurz oder lang. Aber bis dahin wird oder muss noch einiges passieren. Wie gesagt, da müssten wir erstmal deutlich unter die 40.000er Marke fallen. Die erste Reaktion war hier ganz klar positiv und sofern es jetzt gelingt, vielleicht sogar die 43.5, 43.8 zurückzuerobern, wäre das eigentlich ein bullisches Signal, welches dann eher weiter eben Aufschläge zurück in Richtung der 50.000er-Region eben denkbar werden lässt. So. Ach, ist das schön. Jetzt hat sich sogar das Internet hier ein bisschen stabilisiert. Ja, also. Dann wäre es das tatsächlich meinerseits größtenteils soweit für heute erstmal gewesen. Alles Weitere wird uns die FED heute Abend liefern. Und dann werden wir einen Blick darauf werfen, in welche Richtung nicht nur die FED sich positioniert, sondern auch in welche Richtung die Märkte entsprechend reagieren. Ja, wenn euch das Morning Meeting gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Ja, abonniert gerne den Kanal und wenn ihr Fragen haben solltet zu Märkten, Wünsche für Märkte, Marktbetrachtungen, beziehungsweise auch jetzt eine Diskussion wünscht vielleicht, was seitens der FED erwartet ist, wie euer Einschätzung nicht nur ausschaut, sondern auch wie ihr dann entsprechend eben euch plant zu positionieren. Teilt diese Gedanken gerne. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen und unsere Trading Community, die würde sich selbstverständlich auch freuen, sich dort mit euch austauschen zu dürfen. Soweit wäre es das erst einmal jetzt am Mittwoch, wie gesagt, hier gemeinsam mit Markets gewesen. Ich wünsche euch, wie gesagt, Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Heute Abend viel Erfolg mit der FED und dann hören wir uns morgen wieder, wie gewohnt, 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Ich freue mich drauf. Bis dann. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann.